Gestern ist Mario Bros. 35 rausgekommen. Falls ihr euch fragt, was ist Mario Bros. 35, Hübi? Was für ein Hexenwerk hast du da ausgepackt? Es ist Battle Royale Mario Bros. Ihr könnt es euch wie Tetris 99 vorstellen, bloß mit Mario Bros. Ihr spielt mit 35 Leuten gleichzeitig Mario Bros. Und alle Gegner, die ihr besiegt, werden zu euren Gegnern geschickt. Alle Monster, die ihr besiegt, also Koombas und Koopas. Profi? Genau. Und der am längsten überlebt, soweit ich weiß, gewinnt. Ich könnte jetzt schon wieder Nintendo beschimpfen. Sie haben doch die fertige Architektur von Tetris. Sie müssen ja nur das Tetris... Habt ihr übrigens schon geliked, Freunde? Sie haben das fertige System von Tetris 99. Sie nutzen sogar das Konter, Rivalen, Zufalls, leichtes K.O.-System, alles. Aber sie streichen einfach die Möglichkeit, mit Freunden zu spielen. Das ist doch lächerlich. Das ist doch... Also legit, das ist doch lächerlich. Ist es lächerlich? Danke. Okay, wir spielen Level 1 ein. Es werden Spieler gesucht, Leute. Ich kommentiere das mal. Jetzt beginnt das Spiel. Jetzt springt Hübi auf einen Goomba. Ey, das ist ganz weird. Warte mal. Brauch ich den Stuck? Ich weiß es nicht. Es liegt alles an der Steuerung, Leute. Oh, reeled. Reeled? Ich hab absolut keinen Schimmer. Das war nice, ne? Das war? Nicht schlecht! Nein! Aua. Sorry. Ja, ich bin eine Stufe aufgestiegen. Bro. Ich war nicht letzter. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich spiele noch eine Runde. Yes, Christmas! Yo. Oh, ich muss spielen. Und ich muss kommentieren. Ja, Hübi war sehr schlecht. Ich gebe der Steuerung keine Schuld. Es ist einfach ein neues Spiel. Ich muss mich dran gewöhnen. Mhm, akzeptiert. Und ich schreibe jemand, dass du hot bist. Wer? Melik LP. Melik, bester Mann. Bei dem Platz 1 gibt's 50. Okay, das ist sehr lieb, Nubli, aber es wird... Oh, es geht weiter, aber das wird nicht passieren. Da schreibt jemand, Hübi ist hot, aber Alina ist hotter. Er hat's gut probiert, aber ist dann gescheitert. Und... Aber ich war echt okay. So, Madame, ich bin am ersten Goomba gestorben und letzter geworden. Du hast nichts zu verlieren. Ich bin wirklich nicht gut in Mario. Noch schlechter als Mario Kart. Es geht nur ums Überleben. Oh, dann bleibe ich einfach stehen. Ja, aber die Zeit läuft ab. Du musst Zeit sammeln. Und Zeit sammelst du, wenn du Gegner besiegst. Hey, warte, wie springe ich? Ach, mit B. Bleib entspannt. Bleib ganz, ganz ruhig, ganz ruhig. Genau. Ganz Oh. Jetzt wird's erotisch hier. Erstmal auf Abstand gehen. Hände über den Tisch. Ich war rillt unterwegs. Du musst halt auf die Zeit achten, weil du hast nur noch 7 Sekunden und dann bist du raus. Drauf hüpfen. Du brauchst Zeit. Du brauchst irgendwie Zeit. Du musst die Gegner besiegen. Sehr gut. Es gibt sogar 2. Egal. Ich sterbe in Ehre. Aber du warst gar nicht so bad. Ich glaube, du bist 18. oder? Bro. Ich war 18. Mhm. Alina, 18 ist ein süßer Pilz. Ich bin schon 19. Sie ist über 18. Ich bin entspannt. Irgendwie will man das... Ja, es geht nur ums Überleben. Deshalb hat Hübi jetzt gerade eine neue Strategie angewandt. Aua. Du hast mein Ohrring rausgerupft. Echt jetzt? Ich habe doch nur in der Kapuze gezogen. Was er... Ey! Langsam heißt nicht schlecht. Reeled. Ist ein Item? Reeled. Ich glaube, irgendwann wird halt... Nein! Irgendwann wird halt jeder einfach Level 1.1 von Mario Bros. So auswendig kennen. Ah, nein! Ich werde sehr emotional. Das ist wie Tetris. Nein! Oh, jetzt ist es... Hier schreibt jemand, spielt keine Rolle. Das war Untergang. Und hier schreibt jemand, Konter. Oh, du bist sehr weit oben bei der Flagge gelandet. Sehr gut. Danke, Bro. Oh, die ist fies. Oh, lol. Hä? Bist du auf der Pflanze gebaut? Was ist da gerade passiert? Einfach gut. Du kannst oben lang. Da ist, glaube ich... Na, okay. Du bist richtig gut unterwegs. Aber jetzt nicht unter Druck geraten. Bowser spawnt auch bei... Echt? Bowser kann spawnen? Wenn Alina jetzt Erster wird. Ich würde es feiern, Freunde. Dann will ich auch die 50 Swiss Money haben. Oh. Reed. Jetzt kommt gleich. Switch has crashed. Wer bist du denn? Geh in die Lücke und da hüpf oben drauf. Oh mein Gott! Bleib ganz entspannt. Du hast sehr viel Zeit. Also, du machst grad so böse Moves. Oh, das ist ultra. Geh auf die Röhre, hüpf auf den und versuch so weit möglich wie rüber. Oder du traust... Ey, aber du hast 90, glaube ich. Das war richtig gut. Gut. Leute, ich will GGs im Chat sehen für die Leute. Das war eine brutale Runde. Das war wirklich gut. Wir werden einfach immer besser. Wir sind einfach unschlagbare. Er hat einfach keinen Speed in der Luft gehabt. Für jeden Like, der jetzt reinkommt, zieht Hübi was aus. So was musst du mit Donations machen für die Sims, nicht mit Likes. Der springt zu kurz, ich könnte ausrasten. Oh lol, da hat jemand einfach einen Bowser geschickt. Holy shit, wie fies ist das denn? Flüchte, Madame, flüchte. Hey, warum kann ich nicht draufspringen? Das ist Bowser. Man kann aber auf ihn draufspringen. Nee, ich glaube, einen Win holen wir heute nicht. Dafür sind wir beide keine sehr guten Mario Bros. Spieler und wir spielen es auch heute zum ersten Mal. Wir haben noch null Erfahrung in dem Game. Ja. Nein! Oh nein!
Oh, come on. Ich wollte nämlich gerade sagen, hey, guck mir mal nach, was im Secret Exit ist. Ja, passiert. Aber es macht schon süchtig. Das kann ich jetzt nicht leugnen. Da ist ein Item drin. Sammel das ein. Das gibt dir 15 Sekunden. Egal, nicht schlimm. Ah, jetzt gibt's dir keine 15 Sekunden. Lol. Du hast gerade 90 Sekunden bekommen, weil du irgendjemanden KO'd hast. Du hast gerade einfach, du hattest noch so 5 Sekunden und jetzt hast du einfach 95, weil du irgendwie Platz 25 eliminiert hast. Lol. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe kein Glück im Spiel. Warum? Warum immer dieser Giftzwerg? Wieso nicht ich? Ich bin kein Giftzwerg. Oh! Das ist sehr. Das ist unfassbar. Das Spiel simmt bei Alina. Pass auf, der geht gleich weg. Das war todesknapp. Du kannst nach da oben. Das sind nämlich Secret Exits. 2-4 waren wir bisher noch nicht. Oh, du bist in einem Castle. Ja, du spielst echt besser als ich. Leck mir am Arsch. Muss man einfach mal schamlos zugeben. Weil hier langsames Spielen belohnt wird. Und ich habe große Probleme mit ruhigen Spielen. Kill ihn. Sehr geil, sehr, sehr geil. Jetzt hast du jemand anderen mit dem Bowser geschickt. Bin so toll. Hallo? Stirb! Feuer. Lass dich nicht unter Druck setzen. Dreh das Itemrad. Das Trampolin. Man muss auch sagen, Trampolin hat eine sehr blöde Steuerung. Und das war das erste Mal, dass ich auf ein Trampolin gestoßen. Freunde, gib die PGs für den dritten Platz in den Chat. Das war unfassbar gut. Ich könnte das nicht. Jetzt sieht man es ja auch. Die haben jetzt kaum Möglichkeiten, sich gegenseitig zu behindern. So, klar, man schickt sich Gegner und so, aber gerade mit der Feuerblume, du haust halt alles fast weg. Und es ist irgendwie so, es zieht sich. Das Finale zieht sich extrem. Und das ist so, das ist so, Ja, das ist Aki. Ja, hi. Richtig. Wenn du jetzt besser als ich bist, gibt's keine Backpfeife. Nein! Mein eigener Stream ist, sich gegen meine Freunde und Zuschauer und sowas zu verteidigen. Hübi streamt mit einem Gast. Alle auf ihn einhacken. Let's go. Ja. Lass dich nicht stressen. Alles gut. Oh, ich hab gesagt, du sollst dich nicht stressen lassen. Mein ordentliches GG für Hübi in den Chat hat sich gut geschlagen. Ich finde, das kann man schon mal belohnen. Es war Top 30. Das ist fast Top 3, Bro. Komm schon. Ich bin kein Langsamspieler. Ich kann das nicht. Ich brauche Speedruns. Ich brauche Tetris. Das Game widerspricht meiner natürlichen Art und Weise, Videospiele zu spielen. Was? Oh, ich habe einen Powerblock bekommen. Hier fragt jemand, was dein Talent ist. Was ist das für eine Frage? Ich kann gut Menschen unterhalten. Ich sehe sehr gut aus. Ich bin charmant. Ja, hilf mir, du kennst doch genauso meine wunderbaren Talente. Er kann gut Spezi öffnen und gut aus dem Kühlschrank Fruchtzwerge für die Gewinnerin holen. Und er kann gut gegen Deckenlampen springen. Hier schreibt jemand, Alina soll mit Ariana zusammenkommen. Deal. Da wäre ich auch dafür. Schau mal übrigens meine Platzierung an. Wenn du Erster wirst, kriegst du keine Backpfeife. Vorhin war es, wenn ich besser bin. Jawohl! Jetzt bin ich besser als du. Keine Backpfeife für mich, selbst mit unfairen Bedingungen. Holy shit, was geht ab? Chat. Liebt mich, feiert mich. Jetzt habe ich das Kamera aufbeschworen, jetzt sterbe ich. Aber es ist okay. Ich hole mir jetzt einen Fruchtzwerg. Oh, ich glaube, das ist... Jawohl! Ich bin Erster! Weiß nicht, ich krieg 50 Swiss Money, wenn ich Erster werde. Ich bin einfach Erster geworden. Und du kriegst einen Fruchtzwerg. Und ich krieg einen Fruchtzwerg. Mein Leben könnte nicht schöner sein. Haben wir einen Löffel hier? Nee. Okay, Moment. Das wird safe nicht auffallen. Danke. Was ist passiert? Warum lachst du? Ich hab keine Ahnung. Du bist... Nein! Ich hab's einfach ewig lang nicht gemerkt. Ich bin Erster geworden. Du musst mir die Füße küssen oder so. Alter, Nubli! Er hält einfach sein Wort. Der Sieg war nur für dich. Prost. Prost. Es ehrt mich, dass ihr bei diesem epischen Moment dabei wart. Aber Freunde, ich würde sagen, das ist ein guter Abschluss für den heutigen Stream. Es war mir eine große Ehre. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Alina, vielen Dank für deine tatkräftige Unterstützung, dass du Kein extra Problem. Für diesen Stream hier in den Süden gekommen bist. Kein Problem. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr da wart und danke für euren großartigen Support heute.